freuen wir uns jetzt in der roten Ecke zu einem 6-Runden-Schwergewichtskampf auf einen Gast aus Albanien und rufen Christian Demai. Im 6-Runden-Schwergewichtskampf nicht nur auf einen ganz langen, sondern eine ganz große Hoffnung im deutschen Schwergewicht. Wir freuen uns aus Flensburg in Rostock auf Viktor Jurk. Die große deutsche Hoffnung im Schwergewicht, Viktor Jurk. Ich darf Ihnen meine Boxer ausführlich vorstellen. Unser Gast in der roten Ecke aus Albanien ist 32 Jahre jung und brachte gestern beim offiziellen Wiegen 104,5 Kilogramm. 5 Kämpfe, 4 Siege, zweimal durch K.O. 32 Jahre alt, aus Albanien in der roten Ecke, Christian Demai. In der blauen Ecke, 23 Jahre jung, 114,4 Kilogramm schwer. 4 Kämpfe, 4 Siege, viermal durch K.O. In der blauen Ecke aus Flensburg, Viktor Jurk. Die Punktrichter dieses 6-Runden-Schwergewichtskampfs sind Peter Bierlaut, René Fiebig und Caroline Pütz. And when the bell rings, the man in charge of the action is referee Frank Michael Maps. The quiet attention to my command, Pashlak Gulak. Der Kampf im Schwergewicht über 6 Runden wird präsentiert von
Blue Freight Service, Logistiklösungen und Zollagentur von Janko Friebel und seinem Sohn Anton. Herzlich willkommen am Ring. Second cell, please. Ring frei, Runde 1, Round 1. Auf geht's, liebe Boxfans. Zum ersten Mal also die schweren Jungs hier heute im Ring. Viktor Jürg in der weißen Hose gegen Christian Demey in der schwarzen Hose. Und der legt hier gleich los wie die Feuerwehr und startet da nach wenigen Sekunden einen Überraschungsangriff. Und hatte da eine Linke drin bei Viktor Jürg, der sichtlich überrascht war. Jürg hier natürlich Favorit. Der fünfte Kampf von ihnen. Und dieser Boxer, der Flensburger, der hat noch nie die Glocke zur zweiten Runde gehört. Der hat alle seine Kämpfe in Runde 1 entscheiden können. Und hier muss er aufpassen, dass das nicht gleich wieder so wird, nur andersrum. Denn Christian Demey, der sucht hier sein Heil in der Flucht nach vorn. Und als Boxfans können Sie sich vielleicht erinnern, liebe Zuschauer, an Rostock boxt vor einem Jahr, als Engin Solmaz da sensationell Christian Lewandowski zu Boden schickte. Und gegen diesen Engin Solmaz hat Christian Demey seinen letzten Kampf bestritten und hat ihn in der zweiten Runde zu Boden geschickt in Köln. Das soll doch sicherlich kein schlechtes Omen sein für Viktor Jürg, der aber durchaus zu tun hat, hier reinzukommen, und fängt sich jetzt die nächste Linke. Was ist hier los? Ungläubiges Staunen da bei Viktor Jürg. Zwei harte Hände hat er sich da schon gefangen. Und dieses Gefühl, wie gesagt, das kennt er ja im Prinzip gar nicht. Hat seine Gegner bisher alle dominiert. Viktor Jürg, der von Bernd Bönte, dem ehemaligen Klitschko-Manager, gemanagt wird, wie auch Peter Cardiro, der dann der Nächste sein wird im Ring. Aber Christian Demey, der ist mutig. Und Viktor Jürg muss sich jetzt natürlich als junger Boxer mit dieser Situation hier arrangieren, muss die Situation annehmen und sie dann auch irgendwie lösen im Ring. Ist noch nicht wirklich angekommen in diesem Kampf. Größenvorteile, natürlich. Schauen Sie mal bei Viktor Jürg, der ist 2,04 Meter groß. Also gut 10 cm größer als sein Gegner und dazu noch 10 Kilogramm schwerer mit 114,4. Aber Christian Demey macht das hier geschickt, er wartet und wartet und versucht dann überfallartig zu kommen. Jetzt mal hier eine schöne Kombination. Erst zum Kopf und dann die Linke zum Körper. Ersten guten Aktionen von Viktor Jürg hier in diesem Kampf, die letzten Sekunden der ersten Runde. Und da kommt nochmal der linke Schwinger von Christian Demey, aber das ist die Glocke. Und Viktor Jürg, das ist schon mal eine Premiere, wird zum ersten Mal eine zweite Runde erleben in seiner Profiboxkarriere. Und die erste, die ging an Christian Demey. Zum Schluss von Viktor Jürg, da haben wir gesehen, dass er dann angekommen ist in diesem Kampf hier. Und ich schätze mal, dass er jetzt, nachdem Christian Morales, sein Trainer, ihm in der Ringecke einiges erzählt hat, dass er jetzt hier auch ein bisschen konzentrierter zu Werke gehen wird. Ah, wieder überfallartiger Angriff von Demey, diesmal mit der rechten. Aber Jürg hat das gut gekontert. Hören Sie das Raunen hier in der Halle. Christian Demey, albanischer Staatsbürger, auch in Albanien geratet, aber in Lüdenscheid geboren.
wohnt in Göppingen in Baden-Württemberg. Der weiß natürlich, wenn er hier auswärts an der Küste gegen Viktor Jörg, den von Bernd Bönte, vom prominenten Manager, gemanagten Boxer hier gewinnen sollte, das wäre ein Riesenschritt in seiner Karriere. Aber jetzt Jörg mit zwei harten Händen. Demai ist dran, muss klammern. Das ist doch mal ein spektakulärer Kampf hier bisher. Der erste im Schwergewicht. Und diese schweren Jungs, die sind nicht nur schwer, die sind auch richtig gut. Die sind auch richtig schnell. Und was mir bei Viktor Jörg gefällt, dass er diese besondere Situation angenommen hat, obwohl er sich jetzt wieder eine rechte fängt. Aber er beißt sich hier hinein in diesen Kampf und hat auch immer wieder eine Idee, die überfallartigen Angriffe von Christian Demai zu kontern. Und was mir bei dem gefällt, bei Demai, das ist sein Mut, dass er hierher geht und sagt, ich schenke nicht ab. Könnte sich ja auch in der ersten, zweiten Runde hinknien nach einem Körpertreffer und sagen, ich nehme die Börse mit und schenke Jörg den nächsten K.O.-Sieg. Das macht er auf keinen Fall. Der Christian Demai hat ja immerhin von seinen 5 Profikämpfen 4 gewonnen. Eine Niederlage bisher in seiner Profikarriere. Und na klar, Demai, der deutlich kleiner ist und auch deutlich leichter als Jörg, wenn der natürlich auf seinen schnellen Beinen dann in den Mann förmlich hineinspringt, wie wir das schon ein paar Mal gesehen haben, dann wird es für Jörg natürlich schwer. Da muss er versuchen, die Distanz zu halten. Aber das ist eben nicht so einfach, wenn Demai da unter seinen Fäusten, so wie jetzt, hier durchtaucht und dann in den Angriff geht. So muss das aussehen. Der linke Jab muss kommen. Der rechte ist der Rechtsausleger, der Viktor Jörg. Also der Jab muss kommen und dann die Schlaghand hinterher. So kann er Christian Demai auf Distanz halten. Das muss hier das Rezept sein in diesem Kampf. Weitbewegung von Demai. Enge Runde, die sollte Viktor Jörg bekommen. Sehen, den wir jetzt leider hier in diesen Ringpausen nicht verstehen können, wie er auf Viktor Jörg, wie er auf seinen Schützling da eingeredet hat. Hier auf der anderen Seite Katrin Krasnitschi, das ist der Trainer von Christian Demai. Morales sicherlich nicht zufrieden mit den ersten beiden Runden oder sagen wir mal zumindest nicht hochzufrieden. Das ist dann doch ein bisschen überraschend, wie mutig, wie couragiert der Christian Demai hier auftritt gegen Viktor Jörg, der ihm körperlich so deutlich überlegen ist. Hat ja auch eine gute Amateurkarriere. Viktor Jörg hat viel im Ausland geboxt, in Finnland, in Ungarn. Und jetzt kann er finishen. Jetzt hat er den Mai an den Seilen. Da waren auch 2-3 Hände drin, aber der Mann aus Göppingen kommt da wieder raus. Ja, mit dem Gewicht rauflegen, das zählt natürlich nicht. Aber Jörg zeigt an, dass er jetzt drin ist, dass er das angenommen hat. Und dass er jetzt sich mehr Respekt verschaffen will. Zweimal die linke. Das ist ja, wie gesagt, die Schlaghand bei Viktor Jörg, dem Rechtsausleger. Und das wird natürlich bei Christian Demai, da bin ich mir sicher, Spuren hinterlassen. Auch wenn er hier so mutig begonnen hat. Die Schläge von Viktor Jörg, die kommen mit der Präzision und mit der Härte einer Dampframme. Und wenn da mal einer durchgeht,
dann wird das hier schnell vorbei sein, da bin ich sicher. Jürg ist jetzt da, die nächste Linke. Und dann muss er zu Boden. Christian De Mai geht da durch die Ringseile. Ist schon wieder drin. Die erste Linke war es, die krachend zum Kopf ging. Und ich habe es gesagt, wenn Viktor Jürg durchkommt und wenn er trifft, dann hat De Mai dem sicherlich wenig entgegenzusetzen. Denn die Power, die Viktor Jürg hat, die ist fast schon einzigartig. Er legt sich da natürlich immer noch ein bisschen rauf auf seinen Gegner. Klar, wenn da 114 Kilo auf dir drauf liegen, das kostet dann eben auch noch mal Kraft. Gute halbe Minute hier noch in Runde 3. Schafft das Viktor Jürg noch in dieser Runde? Links-Rechts-Kombination. Und wieder die Linke zum Körper. Na, De Mai muss jetzt nur noch klammern. Hat offensichtlich schon viel Kraft gelassen in den ersten beiden Runden. Und jetzt natürlich, wo Viktor Jürg hier anfing zu boxen und anfing zu schlagen, da kommt dann eben auch ein Christian De Mai relativ schnell an seine Grenzen. Jürg will hier natürlich unbedingt seine K.O.-Quote von 100% beibehalten. Das ist ganz klar. Und vor allem erlebt er jetzt aber mal einen in Anführung richtigen Boxkampf. Es geht jetzt in die vierte Runde. So lange hat er noch nie geboxt, der Viktor Jürg. Bilder hier in der dritten Runde. Christian De Mai geht da durch die Ringseile, aber er hat sich schnell berappelt, ist wieder hineingeklettert, steht wieder. Wir gehen in die vierte von maximal 6 Runden. Viktor Jürg, der Mann in der weißen Hose, der will jetzt natürlich finishen. Starke dritte Runde von ihm. Wir haben das gerade noch mal gesehen in der Pause. Klare, harte Hände von Jürg, da zum Kopf und zum Körper von Christian De Mai. Kann er daran jetzt anschließen? De Mai jetzt doch schon gezeichnet. Und Jürg muss weiterhin versuchen, seinen Gegner da auf Distanz zu halten. Das hier bringt wenig. Der Infight am Seil oder in der Ringmitte, das ist nicht das Mittel. Der Jab von Jürg muss kommen. Er muss seine Reichweitenvorteile hier deutlich ausspielen und dann weitere harte, klare Hände bringen. Dann wird das hier nicht mehr allzu lange gehen für Christian De Mai, da bin ich mir relativ sicher. Der versucht es jetzt natürlich immer wieder mit dem Klammernkopf runter unter die Achsel von Viktor Jürg. Ja, auch hier wieder mit dem Kopf zuerst und da ist er wieder unter der Achsel. Und dann muss natürlich das Trennkommando kommen. Ah, Viktor Jürg jetzt nicht mehr so fokussiert, so zielstrebig wie in der letzten Runde. Plätschert jetzt so ein bisschen dahin. Die Hälfte der vierten Runde ist schon vorbei, ohne dass da etwas Weltbewegendes passiert ist im Ring. Rechte Jab, die linke hinterher, aber da wieder. Christian De Mai macht das geschickt, auch wenn das natürlich nicht besonders attraktiv aussieht. Aber was will er machen? Bei 10 Kilogramm weniger und 10 Zentimetern weniger. Und da kommt mal wieder die Linke von De Mai. Wie schon in Runde 1, da muss Jürg wirklich aufpassen. Er ist da einfach zu offen. Das haben wir in der ersten Runde schon gesehen. Da hat er sich zweimal
überraschen lassen und sich da harte Linke gefangen von De Mai. Und auch der Christian De Mai, der hat eine K.O.-Quote von immerhin 40%. Das ist jetzt nicht weltbewegend für einen Schwergewichtler. Aber wenn er halt mit seiner Schlaghand dann mal durchkommt und so einen Lucky Punch setzt. Aber jetzt scheint Jörg wieder da zu sein. Hat zumindest einmal mit zwei Kombinationen rechts, links versucht. Letzte Sekunde in der vierten Runde. Und nochmal rechts, links zum Ende. Nach wie vor couragierter Auftritt hier von Christian De Mai. Viktor Jörg hat mehr Probleme, als er sich vermutlich gedacht hat vor diesem Kampf. Second cell, please. Ring frei, Runde 5. Round 5. Die fünfte Runde. Schöne Studien, die wir da noch mal gesehen haben. Das war ein offener Schlagabtausch in der letzten Runde. Diese fünfte ist die vorletzte Runde, wenn es denn hier über die Zeit geht. Das wäre das erste Mal für Viktor Jörg. Will natürlich in seinem Kampfrekord die 100% K.O.-Quote unbedingt beibehalten. Und das Zeug dazu, das hat er auch. Das hat er gezeigt, vor allem in Runde 3. In Runde 4 hat er dann wieder ein bisschen nachgelassen. Jetzt hier ähnliches Bild. Christian De Mai wieder mit dem Kopf voran. Hat Viktor Jörg jetzt hier die technischen Mittel, um Christian De Mai dann doch noch auszuboxen. Aber er muss nach wie vor auf diese überfallartigen Angriffe von De Mai aufpassen. Aber auf alle Fälle ein rasanter, ein kurzweiliger Kampf. Die beiden schenken sich nichts. Und Viktor Jörg einfach jetzt gefordert. Hat ja 70 Amateurkämpfe bestritten. 4 internationale Turniersiege stehen bei ihm auf dem Tableau. 2019 war er Vize-Europameister der U22-Junioren. Als junger Amateur und als Profi will er jetzt durchstarten, natürlich. Und da stünde ihm ein K.O.-Sieg gegen Christian De Mai natürlich sehr gut zu Gesicht. Aber der wehrt sich nach wie vor tapfer. Auch kommt De Mai meist aus der Ringmitte. Da hat er natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Jörg gelingt es noch nicht in dieser Runde, De Mai mal an den Seilen oder besser noch in der Ecke festzumachen und da der nächste Angriff. Aber gute Maidbewegung von Jörg, der Linken von De Mai da ausgewichen ist. Die letzten 40 Sekunden der fünften Runde laufen. Haben sich beide weitestgehend neutralisiert. Nach Punkten sollte normalerweise nichts anbrennen für Viktor Jörg, denn er hatte doch deutlich mehr Hände drin und hatte auch die härteren Treffer. Aber das wird dennoch sicherlich nicht unbedingt sein Anspruch sein. Aber gut, auch solche Kämpfe musst du natürlich als junger Boxer, er ist 23, der Viktor Jörg, auch solche Kämpfe musst du eben machen. Auch solche Kämpfe musst du gewinnen, egal ob vorzeitig oder nach Punkten. Und dann musst du die Erfahrung mitnehmen aus diesem Kampf in den nächsten und dich so weiterentwickeln. Und das ist heute der Fall. Schauen Sie mal, De Mai schon arg gezeichnet dort. Blut überströmt, hat eine Wunde am Hinterkopf. Muss da jetzt behandelt werden in seiner Ecke.
Second guitar, please. Ringfrei zur sechsten und letzten Runde. This is the sixth, the final round. Na, mehr oder weniger notdürftig geflickt die Wunde von Christian de Mai. In den Zeitlupenstudien haben wir es nochmal gesehen. Der rechte Jab jetzt hier, den Viktor Jok schlägt, das ist natürlich eine absolute Waffe. Das ist die wichtigste Waffe des Schwergewichtlers und die kam heute für meinen Geschmack zumindest ein bisschen zu wenig. Oder aber, wenn sie kam, dann nicht punktgenau. So wie jetzt macht er das gut. Viktor Jok bewegt sich auch gut. Steht er jetzt auch mal in der Ringmitte, hatte sie ja in den letzten Runden relativ oft dem Gegner überlassen. So, was hat Christian de Mai hier noch im Köcher? Da werden sicherlich noch ein paar überraschende Angriffe kommen vom 32-Jährigen. Denn der wird auch wissen, dass er nach Punkten hier nicht gewinnen wird. Muss also diesen Kampf durch Knockout entscheiden, wenn er die große Sensation schaffen will. Jok macht das gut in dieser Phase, bringt den rechten Jab. Und da hat er natürlich Respekt. Jetzt der Angriff, gut gekontert von Jok. Na, lässt dann de Mai einfach unter seine Achse laufen. Aufgrund seiner Größenvorteile kann er das machen. Aber offensiv kann da schon gern noch ein bisschen mehr kommen von Viktor Jok. Dritte Runde war richtig gut. Da sah es so aus, als ob er den Kampf für sich entscheiden könnte. Defensiv macht er das gut, auch da eben rausgegangen aus der Schlagdistanz von de Mai. Anderthalb Minuten noch. Hält Viktor Jok seine K.O.-Quote von 100% oder muss er zum ersten Mal in seiner Profikarriere über die Runden gehen? An was anderes wollen wir mal gar nicht denken. Aber möglich ist das natürlich immer noch. Sehr unkonventionell, wie Christian de Mai das immer wieder macht. Dieses Hineinspringen in den Gegner. Und jetzt, wo die letzte Minute läuft, da wird er es sicherlich noch mal versuchen. Denn das ist seine letzte Möglichkeit. Muss ihn auf Distanz halten mit dem rechten Jab. Viktor Jok hat hier zu tun, das muss man schon mal sagen. Das ist ein hartes Stück Arbeit, fängt sich dann nochmal eine linke. Aber das wird der Entwicklung des jungen Burschen sicherlich gut tun. Kann ja nicht Sinn der Sache sein, in jedem Profiboxkampf nach ein, zwei Minuten in der ersten Runde den Gegner auf die Bretter zu schicken und sich dann feiern zu lassen. Da muss es ja dann auch eine Entwicklung geben. Die letzten Sekunden. Gibt es da noch einen Angriff? Nein, gibt es nicht mehr. Das war die Glocke. Der Kampf ist vorbei. Viktor Jok muss zum ersten Mal in seiner Profikarriere über die Runden gehen, gewinnt nicht vorzeitig. Und Christian de Mai, da sagen wir nochmal Respekt. Ein sehr mutiges, couragiertes Auftreten hier gegen den 2,04 Meter Riesen Viktor Jok, den Mann aus Flensburg. Bernd Bönte, der Manager. Und neben ihm Wolf-Dieter Jacobi, der ehemalige Fernsehdirektor des MDR, damals auch für Boxen zuständig in der ARD. Uli Wegner, der Dritte im Bunde. Also das sind alte Boxexperten, die sich sehr, sehr lange schon kennen und die auch viele Schlachten miteinander geschlagen haben. Christian de Mai gezeichnet, aber er hat es zumindest mal geschafft, über die Runden zu gehen. Das hätte davor vermutlich ja auch nicht jeder erwartet. Die meisten Experten dachten sicherlich, naja, das wird eine klare Geschichte werden für Viktor Jok. Aber wie gesagt, er hat Engin Solmaz zuletzt in der zweiten Runde durch TKO besiegt. Und er hat auch hier ein absolutes Kämpferherz gezeigt. Und die Taktik mit diesen überfallartigen Angriffen, Viktor Jok zu überraschen, die war gar nicht schlecht. Denn in den ersten beiden Runden hatte Viktor Jok wirklich zu tun. Und jetzt kommt das Urteil. Und hier, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, das Urteil des Kampfgerichts.
Peter Milot wird in den Kampf 60-53, Michael Maas 59-54 und Caroline Pütz 59-54 Sieger und damit in seinem fünften Profikampf zum fünften Mal erfolgreich aus Flensburg, Viktor Jürg. Also ein Punktrichter hat Viktor Jürg alle 6 Runden gegeben und 2 haben ihm 5 von 6 gegeben. Ich denke, das kommt dann auch eher hin, denn eine Runde hatte Christian De Maeij für mich auch. Aber das Punkturteil geht so in Ordnung. Und Viktor Jürg ist also jetzt nicht mehr bei einer K.O.-Quote von 100%, aber er ist nach wie vor ungeschlagen. 5 Kämpfe, 5 Siege, 4 Knockouts. Christian Morales und Bernd Bönte dort im Ring mit Viktor Jürg, der sicherlich einiges mitgenommen hat an Erfahrung aus diesen 6 Runden. Sein mit Abstand längster Kampf in seiner Boxkarriere. Hier Christian De Maeij nochmal Kompliment für die mutige Leistung. Und ich bin sehr gespannt, was Viktor Jürg jetzt bei Toni Mielke am Mikrofon zu sagen hat. Viktor Jürg, Sie hatten bislang 4 Profikämpfe in Ihrer Karriere, alle spätestens ja in der ersten Sekunde, in der ersten Runde gewonnen per Knockout. Heute ging es dann über die volle Distanz, der härteste Kampf Ihres Lebens bisher, kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben lange darüber gesprochen im Training und ich wollte mal über die Distanz gehen und der Gegner war gut. Wir haben viel trainiert. Und vieles hat geklappt und es war auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung, mal über die ganze volle Distanz zu gehen. Und ja, vielen lieben Dank an meinen Gegner für den geilen, krassen, guten Kampf. Ja, ich freue mich. Bald geht's wieder weiter. Jetzt haben wir gehört, da war also viel Plan auch dabei. Der hätte aber auch schief gehen können, wenn man ehrlich ist. Ne? Die erste Runde, da mussten Sie ganz schön einstecken. Nö, musste ich nicht. Das gehört dazu. Boxen ist Boxen und dann nimmt man eine und gibt eine zurück und ja, das war diesmal auch der Fall. Waren Sie trotzdem überrascht, wie offensiv der Gegner agiert hat? Nochmal, ich habe die Frage. Waren Sie trotzdem überrascht, wie offensiv der Gegner auch agiert hat? Ja, nee, eigentlich nicht. Ich habe mich auf alles vorbereitet und ja, it is what it is. Was nehmen Sie jetzt mit und was kommt jetzt in Ihrer ja noch jungen Karriere, muss man sagen? Ja, was ich mitnehme, über die Zeit zu boxen ist auch schön, macht sehr Spaß, aber die schnellen Runden sind auch schön. Kann man schneller nach Hause fahren. Was hat der Trainer Ihnen mitgegeben? Wie bitte? Was hat der Trainer jetzt gesagt? Habe ich nichts verstanden. Vom Trainer nichts, nehmen wir Christian Morales gleich mal mit. Er hat gesagt, war viel Plan dabei und so hart musste er gar nicht einstecken. Wie haben Sie es denn wahrgenommen? Ich glaube, der Kampf war sehr wertvoll für ihn. Ne? Also waren 6 Runden, die hat er jetzt im Tank, das ist sehr gut, auf dem weiteren Weg. Wir wollen Ende des Jahres vielleicht eine Juniorenweltmeisterschaft boxen, das geht dann über 8 bzw. 10 Runden. Von daher bin ich eigentlich ganz dankbar, dass er auch mal 6 Runden gehen musste. Klar ist ein Knockout immer schön, wird auch wieder kommen mit Sicherheit, aber mal 6 Runden zu gehen, war auch super. Viktor Jürg, weiter ungeschlagen, herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg hier heute in der Stadthalle.